Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, dass die Altmedien in Deutschland vorsätzlich täuschen, indem sie die Großveranstaltung in Wien gegen die Corona-Maßnahmen in Österreich komplett ausblenden. Es in der Berichterstattung überhaupt nicht vorkommt. Was ist der Sinn davon, das zu dokumentieren? Die Altmedienkonsumenten bekommen es doch sowieso nicht mit. Eigentlich ist es der Sinn aller Demonstrationen bisher gewesen, zu provozieren, dass die Altparteien und Altmedien ihre Maske fallen lassen, um die Gegner der Corona-Maßnahmen aus der Diskussion herauszuhalten. Sie haben keine Argumente und deswegen können sie ihre Position nur durchbringen, indem sie die Maßnahmengegner komplett ausblenden, wie sie es bisher gemacht haben. Sie verleumden und dann vor dem Altmedienkonsumenten vergessen machen, dass ihre Position gar nicht gezeigt wurde, sie gar nicht dargestellt wurde. Unser Problem im Moment ist, dass wir es den Altmedienkonsumenten bisher nicht nahebringen konnten. Denn wir dürfen uns keine Illusionen machen, wir bewegen uns in einer Blase, aus der wir nicht rauskommen, aus der wir die Altmedienkonsumenten nicht erreichen, jedenfalls viele nicht. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Leute, es gibt den Mitläufer, es gibt den Mobber, es gibt den Extremisten. Sie wissen vielleicht Bescheid und tun so, als wüssten sie es nicht, um einen Entschuldigungsgrund zu haben. Aber jedenfalls gibt es ganz bestimmt viele Leute, die tatsächlich getäuscht werden. Das sieht man ja daran, dass Leute mit Maske Auto fahren oder dass auf freier Straße, wo niemand in der Nähe ist, dass dann die Leute trotzdem mit Maske rumlaufen. Die Demonstration fand am 16.01. statt und am selben Abend um 22 bis 23 Uhr habe ich dann die ganzen Altmedienportale runtergescrollt und es abgefilmt, um zu dokumentieren, wie sie darüber bzw. wie sie darüber nicht berichtet haben. Das kann man in Zukunft den Altmedien vorhalten, weil die Altmedien behaupten ja, sie würden die beste Berichterstattung machen. Jemand, der Lügenpresse sagt, der würde ja spinnen. Sie würden hier ihren Programmauftrag voll erfüllen, sie würden die beste Berichterstattung machen. Und im Moment ist es ja so, dass sich aus der AfD und sonst woher niemand traut, die Altmedien zu konfrontieren, weil es in der Situation schwierig ist, das konkret zu machen, ihnen konkret vorzuhalten, in wenigen Worten das vor dem Zuschauer klar zu machen, worin die Täuschung besteht. In Diskussionsrunden, wo auch immer, das gilt nicht nur für die AfD, das gilt auch für Querdenken, in den Diskussionsrunden, sie alle trauen sich nicht, wirklich die Medien richtig anzugreifen. Wenn man jetzt sagen kann, sie haben hier nicht berichtet, dann hat man den Beweis, den man aus der Tasche ziehen kann, hier, ich kann es hier beweisen. Das gleiche gilt natürlich auch für die ganzen Demonstrationen. Am 1. August die Falschfotos. Das ist eigentlich der größte Triumph, den man erlangen konnte am 1. August, dass die Altmedien die ganzen Faktenfinder vorsätzlich getäuscht haben und man auch dem Altmedienkonsumenten ganz leicht nahelegen kann mit dem Schattenwurf, seht her, die haben kollektiv getäuscht und vor allen Dingen, sie haben es im Nachhinein nicht richtig gestellt. Es können ja Fehler passieren, aber sie haben es absichtlich nicht richtig gestellt. Sie sind nicht darauf eingegangen. Es ist hier ganz eindeutig, sie wollten 17.000 bis 20.000 suggerieren, um Querdenken, um die Demonstrationsteilnehmer aus der Diskussion auszuschließen, um ihre Argumente nicht an die Allgemeinheit zu transportieren. Die Öffentlich-Rechtlichen haben damit ganz klar ihren Programmauftrag verletzt. Das sagt keiner, aber damit kann man das ganz eindeutig beweisen. Und man kann es ganz leicht beweisen. Man sieht, man nimmt den Faktenfinder, ich habe ihn ja auch schon abgefilmt, man hat hier ein Foto, dann zeigt man hier. Die haben dieses Foto als Beweismaterial genommen sozusagen, um zu suggerieren. Eine viel höhere Teilnehmerzahl als 17.000 bis 20.000 wäre völliger Blödsinn. Das haben sie im Faktenfinder suggeriert. Schaut her, sie haben ein Falschfoto verwendet. Und sie sind dem absichtlich nicht nachgegangen, dass es ein Falschfoto ist. Sie haben das Foto gebracht. Und wenn es ein Faktenfunder ist, dann muss man natürlich davon ausgehen, dass sie dann das Foto überprüfen, ob das stimmt. Und das haben sie nicht gemacht. Und da es auch keiner aufgegriffen hat, kann man hier ganz leicht den Beweis bringen. Und genauso ist es jetzt hier in Wien. Man kann zeigen, ihr seid redlich, ihr wollt ausgewogen berichten, ihr macht ausgewogene Berichterstattung. Die Öffentlich-Rechtlichen, ihr wollt eurem Programmauftrag nachkommen. Hier ist der Beweis, ihr macht es kollektiv nicht. Es hat fast niemand berichtet, Ausnahme war die FAZ. Im Folgenden die Ausschnitte aus den Nachrichtenportalen. Fangen wir an mit Google News. Google News fasst ja alle relevanten Schlagzeilen zusammen. Das ist ja sozusagen ihr Anspruch.
Und hier sieht man, man scrollt runter, nichts von Wien. Keine Schlagzeile zu Wien. Gehen wir zu den Öffentlich-Rechtlichen. Tagesthemen.de. Auch hier sehen wir nichts. Bei heute.de berichten sie darüber. Aber sie berichten nicht über die Argumente der Maßnahmengegner, machen sie aber gleichzeitig schlecht, indem sie sagen, ohne Maske, ohne Abstand. Aber immerhin, im Gegensatz zu den privaten Altmedien, die keinen Programmauftrag haben, sah sich heute.de immerhin überhaupt dazu genötigt, das zu bringen, im Gegensatz zu Tagesschau.de. Aber Tagesschau.de kann man das auch vorhalten. Die anderen Altmedien sind privat. Spiegel.de, nichts. Welt.de, auch nichts. Tagesspiegel, das ist eine große Berliner Zeitung, auch nichts. Bild.de, nichts. Fokus.de, nichts. Selbst die Neue Zürcher Zeitung, die sich ja selbst so beschreibt, sie möchte die liberal-konservativen Leute ansprechen, auch die Neue Zürcher Zeitung bringt nichts. Allein die FAZ, nur die FAZ von den Altmedien, berichtet darüber. Ich war schon ganz überrascht und hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass FAZ darüber berichtet. Aber da haben sie sich anscheinend an alte Standards erinnert gefühlt. Und selbstverständlich, Epoch Times hat natürlich darüber berichtet. Welche Schlussfolgerungen kann man daraus ziehen? Man sieht die Macht der Altmedien, auch wenn man die Leute anschaut, die Stimmung anschaut. Die Leute wollen ja anscheinend noch einen härteren Lockdown, finden das alle ganz super. Und dass das vollkommen übergriffig ist, dass es eine Metastudie gibt von John Ioannidis, einem der berühmtesten Wissenschaftler der Welt, Preise für wissenschaftliches Arbeiten, einer der meistzitierten Wissenschaftler der Welt, was bedeutet, andere Wissenschaftler vertrauen ihm und das, worüber er forscht, es ist relevant. Die Medien schaffen es bis jetzt, diese ganzen Argumente auszublenden, die Stimmung zu erstellen, die sie erstellen wollen. Das muss man einsehen. Die Demonstrationen im Herbst, sie haben nur gebracht, dass die Leute selbst dort auf den Demonstrationen gesehen haben, wie die Altparteien, wie die Altmedien, wie sie sind. Die Altparteien und Altmedien waren gezwungen, die Maske fallen zu lassen. Und man konnte Beweise sammeln. Unterschiedlichste Beweise für die Unzivilisiertheit und für das undemokratische Denken dieser Leute. Das Problem ist, diese ganzen Beweise konnte man bis jetzt nicht an die Öffentlichkeit transportieren. Und man muss sich ganz klar eingestehen, durch Demonstrationen gelingt das nicht. Warum gelingt es durch Demonstrationen nicht? Bei Demonstrationen können sich die Altmedien dazwischen stellen und das Ganze dann umkehren. Also entweder im besten Fall ignorieren sie es, oder sie drehen das Ganze vor dem Zuschauer, vor dem Leser um. Das machen sie so, wir haben ein blaues Bild mit einem winzigen roten Punkt. Die Altmedien filmen nur den winzigen roten Punkt und präsentieren das dem Zuschauer. Auch durch manipulative psychische Tricks, durch starke Wiederholung. Beispielsweise am 29.08. der Reichstagssturm. Sie haben es so hingekriegt, dass die ganzen Leute mit Querdenken den Reichstagssturm assoziieren. Sie haben selber nicht gesagt, dass das eine Querdenken-Demo war. Aber sie haben die Assoziation geschaffen. Durch Nebeneinanderstellen, durch die Fokussierung der Berichterstattung darauf. Die Leute lassen sich auch leicht manipulieren, passen nicht auf. Viele. Weil sie auch damit nicht rechnen. Unterschiedliche Gründe. Mitläufer, warum? Jedenfalls, wir sehen, es kommt bei den Leuten nicht an. Die Gedanken, die Argumente, was man ja eigentlich erreichen will, dass die Leute sich durch die Demonstration damit auseinandersetzen, es kommt bei den Leuten nicht an. Trotzdem haben wir jetzt die ganzen Beweise in der Hand, wie auch diese hier. Und man muss sie so an die Leute transportieren, dass die Altmedien sich nicht dazwischen stellen können. Und das bedeutet, gute Briefkasten auf Flugblätter zu verteilen. Auf sie druckt man die ganzen Informationen ab und erklärt sie, stellt sie übersichtlich dar, wie es die Altmedien genau vermeiden wollen, als nicht an die Leute herangetragen werden soll. Beispielsweise die Ioannidis-Studien. Die WHO-Studie wurde ja auch nur ganz, wurde zwar dargestellt, aber ganz klein und die Relevanz wurde nicht erklärt. Dass es eine Metastudie ist, 23 Studien wie Heinsberg, die Heinsberg-Studie, wieso man das überhaupt braucht, Anzahl der Infizierten, die man mit dem PCR-Test misst, gegen wirkliche Infizierte, die unerkannt bleiben. Viele Leute haben das nicht verstanden, bis heute nicht, weil die Altmedien es nicht erklären. Überhaupt die ganzen Zusammenhänge,
wie viele Leute sterben im Jahr an Atemwegserkrankungen, sodass man das Ganze ins Verhältnis bringt. Es geht ja nicht darum zu sagen, Corona gibt es nicht, sondern die Leute müssen wissen, es ist 2,4 Mal tödlicher als die Grippe, aber eben auch nur 2,4 Mal und nicht mehr. Und es gibt auch andere schwere Krankheiten und den Schaden, den man durch den Lockdown auslöst und so weiter. Und ganz wichtig, auf Briefkastenflugblättern kann man auch Beweise gegen die Altmedien bringen. Das eigentlich muss das Hauptangriffsziel sein. In den Briefkastenflugblättern kann man die Falschberichterstattung aufzeigen. Die ganzen vielen Beweise, die wir gesammelt haben in den vergangenen Jahren, kann sie auch bei den Leuten in Erinnerung rufen. Es ist auch wichtig, dass Erinnerungen, die so schwammig sind, dass sie wachgerufen werden. Wiederholung ist wichtig. Was oft wiederholt wird, ist relevant. Deswegen macht es auch Sinn, unterschiedliche Flugblätter öfters einzuwerfen, damit die Leute damit konfrontiert werden. Außerdem sollte den Leuten zu erkennen gegeben werden auf den Flugblättern, dass sie Verantwortung tragen und dass sie verantwortlich gemacht werden. Der Mitläufer richtet seine Antenne ja immer nach dem Stärkeren aus und nach der stärkeren Meinung und läuft dem hinterher. Das heißt, wenn wir jetzt dem Mitläufer zu verstehen geben, ja, wir rennen ihm hinterher, wir tun alles, wir sind total nett zu ihm und möchten ihn unbedingt überzeugen, dann sieht der Mitläufer, okay, er kann zur Not dann immer noch umlenken und sagen, ah, ich habe es nicht besser gewusst. Er kann sich dann so später aus der Verantwortung stehlen. Wenn man aber zu verstehen gibt, du hast diesen Flyer in der Hand, du trägst Verantwortung für dein Handeln, für die Kinder, wir wissen, dass du verantwortlich bist und es kann auch passieren, dass du später einmal zur Verantwortung gezogen wirst, wenigstens moralisch, dann erzeugt das einen Druck, der dem anderen Druck entgegensteht. Und das kann viele Leute schon zum Umkippen bringen. Wir sollten wie Geister sein für die Altmedien. Die Altmedien dürfen gar nicht mitbekommen, was passiert. Weil immer, wenn sie es mitkriegen, berichten sie darüber und drehen es ins Schlechte um. Wenn sie gar nichts mitkriegen, können sie gar nichts machen. Sie bekommen gar nicht mit, dass ihr Verhalten beleuchtet wird, dass ihr Verhalten aufgedeckt wird und sie können dann gar nicht darauf reagieren. Genauso bei Straßenaktionen, die sie nicht mitbekommen, über die können sie auch nicht schlecht berichten, sie wissen auch nicht, was da passiert. Und dann können sie nicht irgendwelche Framing-Fallen aufbauen, in die man dann reinläuft. Zum Beispiel dann, wenn man ein Beispiel wäre jetzt, die dummen Leute mit den weißen Kitteln, die da immer rumlaufen, wo dann die Leute gleich sagen, ach, das sind ja diese Idioten. Wenn sie gar nichts mitbekommen, was für Aktionen laufen, dann können sie die Leute auch nicht schlecht schreiben. Und sie wissen dann gar nicht, was passiert. Sie bekommen dann vielleicht irgendwann mal ein Flugblatt in die Hand, aber dann gibt es schon längst andere Flugblätter, die sie dann wieder irgendwann in der Zukunft in die Hand bekommen. Und dann ist es für sie zu spät. Das Wissen ist Trumpf der Altmedien, weil sie sind bezahlte Journalisten, sie sind überall, sie wissen über alles Bescheid. Und sie können dann alles so drehen und wenden, dass ihre gewünschten Positionen durchkommen. Diese Macht müssen wir ihnen entziehen. Sie aufdecken, sie schwach dastehen lassen. Es ist ja auch ein Vorteil von Briefkastenflugblättern oder von anderen Mitteln, dass wir zeigen, wir haben die Macht, euch bloßzustellen. Das ist auch beim Mitläufer ganz wichtig, dass sie sehen, sie haben die Macht der Altmedien ist begrenzt. Die anderen haben auch Macht und die Altmedien können nichts dagegen tun. Die Altmedien können jetzt nichts dagegen tun, bloßgestellt zu werden. Außerdem hat es den Vorteil, wenn man nicht in Erscheinung tritt, dass man nicht schlecht geframed werden kann. Meine Vermutung, mein Verdacht ist, dass es viele Leute geradezu anstiftet, zu hetzen und zu mobben, wenn sie sehen, dass es Effekt hat, dass es einen Effekt hat. Oder auch einen Lockdown zu machen, wenn sie sehen, wir regen uns darüber auf. Oder das zu unterstützen. Irgendwelche Entscheidungen, die schlecht sind für Deutschland und die Welt, das durchzudrücken, weil sie dann sehen, wir regen uns wahnsinnig darüber auf, sind entsetzt und dann machen sie uns schlecht und dann sozusagen mobben sie uns. Das, glaube ich, dann, das finden diese Leute lustig und fühlen sich stark und dann wollen sie es umso mehr machen. Wenn wir diesen Leuten zeigen, ihr könnt hier eure Sachen machen, aber dann macht's halt. Dann euch trifft der Lockdown. Euch trifft der Lockdown genauso wie uns. Und ja, dann macht er den Quatsch. Aber es hat keinen Effekt. Und dann ist es für diese Leute auch langweilig. Weil wenn sie dann sehen, es trifft die alle genau gleich, die regen sich nicht drüber auf. Ist natürlich jetzt klar, für die Selbstständigen ist es wieder was anderes. Aber eben nicht die Leute, die sich normalerweise für Gerechtigkeit stark machen. Solche Leute sind sehr wahrscheinlich so Angriffsziele für Mobber. Das heißt, wir sollten weniger Position beziehen
anstatt einfach die Altmedien und die Altparteien zu beleuchten und sie bloßzustellen. Weil dadurch machen wir uns selbst nicht angreifbar, dadurch zerstören wir ihr Standing bei den Leuten. Und wenn dann die Leute alternative Medien konsumieren, dann bilden sie sich eh ihre Meinung. Wie sie und wählen alle Parteien, aber keine Altpartei. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.